Ich freue mich, Sie zum Audiokommentar von Georg Wilhelm Pabst Regiedebüt Der Schatz begrüßen zu dürfen. Neben mir sitzt Filmwissenschaftler Hermann Kappelhoff. Mein Name ist Marek Bringezu und wir werden Sie beide durch den Film begleiten. Vorab ein paar Worte zum Vorspann. Der Vorspann und die Zwischentitel sind verloren gegangen. Sie wurden während der Rekonstruktion anhand einer Zensurenkarte wiederhergestellt. Und da die Typografie auch nicht bekannt war, wurde die Typografie eines Werbeflyers verwendet. Der erste Akt beginnt mit einer klassischen Exposition. Wir sehen die Außenansicht eines Hauses. Die nächste Einstellung zeigt den Vorhof. Über dem Portal steht ein Spruch, der schwer lesbar ist, aber durch eine Schrifttafel ergänzt wird. Und wir werden in die Glockengießerei eingeführt. Schon in der Exposition kann man sehen, dass dieser Film keineswegs einfach auf einen konkreten Ort abzielt. Wir haben ein Haus, eine Außenansicht, aber diese Außenansicht ist deutlich ein gemaltes Bild. Wir haben eine Schrifttafel, die in ihrer Darstellungsweise absolut sich altertümlich vorzeitlich gibt. Wir haben mit dem Glockengießer eine Figur und ein Motiv, das auf die romantischen Märchenvorstellungen verweist und die ganz, ganz stark mit so etwas wie Mittelalter, christlichem Mittelalter verbunden sind. Die Architektur des Hauses ist ziemlich spannend. Mir gleicht es fast wie ein Märchenhaus. Können wir ein wenig über das Haus reden, über die Architektur? Na, ich denke, vielleicht sollte man erstmal nochmal zurückkehren an den Anfang. Das Haus wird ja vorgestellt als quasi der Protagonist des Films, als der wichtige Bezugspunkt, was zu dieser Zeit eigentlich durchaus im Rahmen der filmischen Konvention war, dass man die Filmbauten und die Idee der Filmarchitektur in den Mittelpunkt eines Films gestellt hat. Und hier ist es halt quasi unterstrichen darüber, dass das Haus selber vorgestellt wird wie ein Protagonist des Films. Und verbunden wird das sofort mit einem Motiv, mit der Idee von Vergangenheit, von Dauer, die über Menschenzeitalter hinwegreicht. Und das Haus wird über die Schrifttafel qualifiziert als etwas, was sozusagen eine Verbindung zwischen einer längst vergangenen Zeit und der Gegenwart beschreibt. Und erst dann werden wir nach und nach in diese Architektur hineingezogen. Und was wir dann haben, ist erstmal eine sehr spezifische Form von Filmarchitektur. Also wenn Sie von dem umgedrehten Baum reden, dann hat das etwas damit zu tun, dass es die Mitte des Hauses bildet, eine Grundsäule, um die faktisch das Haus herum gebaut ist. Aber wir werden dann im Verlauf des Films sehen, dass wir das gar nicht so sehr als einen gebauten Raum wahrnehmen können, sondern eher als eine Idee von Zusammenhang. Das Haus hat ja auch, das werden wir später sehen, zwar einzelne Räume, die wir zuordnen können als Zuschauer, aber die eigentlich kein Gesamtes ergeben, in dem Sinne, dass man sich verorten kann und dass man sagen kann, ich befinde mich jetzt hier, ich befinde mich hier und die Räume stehen in der und der Konstellation. Aber das hat ja auch damit zu tun, dass es hier sich um ein Märchenhaus handelt, was gar keinen physischen Gesetzen zwingend folgen muss. Ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn man nochmal sich wirklich sozusagen an dieser Exposition orientiert. Dann haben wir nämlich einerseits das Haus eingeführt als das Grundsujet des Films, so wie ein Leitmotiv in einer Musik ist hier das Haus einerseits eingeführt. Andererseits wechselt der Film sehr schnell, was wir gerade gesehen haben, in eine Familienszene. Und diese Familienszene enthält lauter Elemente, die erstmal mit diesem Märchenhaften überhaupt nicht übereinstimmen. Und wenn Sie jetzt sind wir schon ein bisschen weiter, aber wenn wir zurückgehen, dann werden wir feststellen, dass wir nicht nur diese
eine sehr typische für den Weimarer Film dieser Zeit typische Szene am Essenstisch haben mit Vater, Mutter und Tochter und hier in diesem Fall einen Gesellen, also faktisch die Möglichkeit von zwei Paaren, sondern wir haben dann seltsame Zwischenschnitte, die so gar nicht in dieses märchenhafte Tableau der Architektur, die wir nur angedeutet bekommen haben, bisher passen, zum Beispiel der Blick auf die Hündin mit ihren Welpen. Vielleicht muss man von vornherein, bevor man sich die Architektur im Einzelnen anschaut, sich deutlich machen, dass die Architektur als ein Gegensatzverhältnis entwickelt wird, die etwas mit der sozialen Situation einer Familie zu tun haben und deutlich rausfallen aus diesem märchenhaften Tableau. Und dann müssen wir, glaube ich, auch festhalten, dass dieses Märchenhafte im ersten Moment erstmal nur als eine etwas groteske Form von Architektur angedeutet ist und sich erst im Laufe des Films, was, denke ich, eine wichtige Dimension ist, im Laufe des Films entwickelt. Der erste Akt funktioniert als Exposition und hier wird eine wesentliche Figur eingeführt, Arno, der Goldschmiedegeselle. Und er verkörpert ein ganz anderes Prinzip im Film, wie sich später herausstellen wird. Hier wird er erstmal als, Zitat, lockerer Vogel präsentiert. Was hat Arno für eine Funktion? Lockerer Vogel ist natürlich ein Satz, der als Schrifttafel, als Dialog eingeführt wird. Und die Funktion lässt sich sicher gar nicht an dieser Stelle schon bestimmen, sondern ich glaube, es ist sehr wichtig, was Sie gesagt haben, es ist eine Parallelmontage. Wir haben hier eines der ersten Beispiele dafür, dass dieser ganze Film darüber aufgebaut ist, dass er ständig seine Grundstrukturen doppelt. Das heißt, wenn wir eine Figur haben, haben wir eine Gegenfigur und so weiter. Wenn wir ein Paar haben, haben wir ein Gegenpaar. Und was wir hier sehen, ist im Grunde eine Liebesgeschichte, sehr kurz. Arno wird vorgestellt als jemand, der ein Gasthaus aufsucht und sich sofort mit der Wirtin anfreundet oder mit der Kellnerin anfreundet. Und der lockere Vogel bezieht sich auf diese sehr zügige Eroberung, die er macht. Und wir haben in diesem flirtenden Paar, haben wir im Grunde ganz an den Anfang gestellt, als kleine dramaturgische Miniatur, die Liebesgeschichte, die dann als Liebesgeschichte zwischen Arno und der Tochter des Hauses, der Tochter des Glockengießers, ein wesentliches Element des weiteren Films darstellt. Und bereits hier spiegelt Papst ja das andere Paar, den Gesellen Svetelens und Beate, die sozusagen zeitgleich an anderer Stelle umeinander buhlen, wobei es da nur von Seiten des Gesellen herkommt. Aber es stimmt, es ist wieder eine Doppelung hier, die sozusagen zwei gleiche Aktionen spiegelt. Ja. Es ist ganz entscheidend, dass hier natürlich Arno aufgebaut wird als Gegenfigur zum Gesellen des Glockengießers. Und dass der Versuch des Glockengießers, sich die Tochter des Hauses zu erobern, dass dieser Versuch fehlschlägt und dieser Versuch von vornherein auf eine sehr, sehr eigentümliche Art ambivalent gezeigt wird. Mit dem Blick des Glockengießers auf die Tochter des Hauses wird das Bild der Welpen und der Hündin verbunden, sodass sie insgesamt den Eindruck vermittelt bekommen von einem sehr archaischen Vorstellung von Sexualität. Und genau diese archaischen Vorstellungen von Sexualität werden mit dem Glockengießergesellen verbunden, während hier Arno im Grunde dargestellt wird als, wenn Sie so wollen, moderner Liebhaber. Und zwar durchaus modern auch in der Freizügigkeit. Und ich glaube, das ist etwas sehr Entscheidendes für diesen Film, dass Sie im Grunde, wenn Sie diese Szene im Wirtshaus, die gleich an den Anfang gesetzt ist, sich anschauen, dann werden Sie feststellen, dass dieser Film, oder dann gibt der Film gleich von vornherein den Hinweis, dass er im Grunde von sehr modernen Vorstellungen von Sexualität handelt, im selben Zuge, wie er eigentlich eine Geschichte erzählt, die sich ganz altertümlich gibt. Und die Szene im Wirtshaus wird ja auch enden mit einem Umschnitt, der Arno zeigt, der sich die Zunge schnalzt mit Blick auf die Bedienung und wir wissen ganz klar, was hier danach passieren wird. Das Interessante, wenn Sie diese Szene benennen, das Interessante ist, dass auch das sich wieder doppelt, wie alle wesentlichen Elemente des Films sich doppeln. Wir haben nämlich am Ende das erste Mal die Liebesszene, wo sozusagen der Geselle, der Goldschmied Arno mit der Tochter des Hauses
wir kommen darauf zurück, aber das ist sehr wichtig an dieser Stelle zu sehen, dass diese Affäre eigentlich auf eine sehr beiläufige Art erzählt wird, so wie man sich das in den 20er Jahren eben auch beiläufig erzählt. Und wir müssen unbedingt an dieser Stelle auf die Rückblende zu sprechen kommen. Es geht um den Türkenkrieg, um Brandschatzung und um Opfer. Und es gibt ein markantes Bild, wo plötzlich eine Art Schlachtgemälde zu sehen ist. Wir sehen eigentlich vorher keine Kämpfe, das heißt auch keine Opfer, nur Vertriebene. Aber dieses Schlachtbild mit der nackten Frau und dem weinenden Baby, was ist da der Hintergrund? Warum ist das so plakativ in dieser Rückblende? Ich denke, hier wird deutlich, dass allein schon an der Art und Weise, wie im Grunde vom Wirtshaus, was eine sehr moderne Vorstellung von Sexualität letztlich thematisiert, übergegangen wird auf die Szene, die wiederum sehr archaisch wirkt, nämlich die Familie, die sich vor diesem sehr archaischen Haus versammelt, im Hof versammelt und die Legende vom Türkenkrieg erzählt bekommt. Und dann wird diese Legende vom Türkenkrieg auf der Ebene des Bildes wiederum mit Bildern vermittelt, die sehr stark sexuellen Charakter haben, die, was Sie angesprochen haben, die Frau und das Baby als etwas, was geschändet ist. Das heißt, hier wird die Familie des Glockengießers in Verbindung gebracht mit einer sehr angstbesetzten, sehr dunklen Vorstellung von Gewalt und Sexualität. Und was wiederum deutlich vermittelt wird mit dem Haus, das ist dann nämlich der zweite Punkt, dass dieses Dorf nach dem Türkenkrieg zerstört war. Und dann sehen wir das Haus und von diesem Haus ist fast alles zerstört, bis auf jene Säule, von der Sie gesagt haben, die sieht aus wie ein umgedrehter Baum. Und zum ersten Mal im ersten Akt wird ein weiteres Motiv eingeführt, nämlich der Geselle wird versuchen, diesen Schatz zu finden. Das heißt, die erste Intention scheint eigentlich nur, um die Tochter gewinnen zu können und nicht, weil er an sich an dem Reichtum interessiert wäre. Das Interessante an dieser Figur, die Werner Graus hier spielt, ist, dass sie tatsächlich einen Zwischenbereich besetzt und dass sie sowohl zu dem einen wie zu dem anderen Kontakt hat. Das heißt, die Figur wird eingeführt als ein junger Mann, der auf Brautschau ist und wird an dieser Stelle mit der Erzählung des Türkenkriegs und der Erzählung von dem Schatz, der hier irgendwo verborgen sein soll, wird er verbunden mit archaischen Vorstellungen. Und wenn Sie sich das Schauspiel von Werner Graus ansehen, dann werden Sie feststellen, dass Werner Graus hier genau diesen Zwiespalt der Figur als eine Art verschiedene Schauspieltechnik zum Ausdruck bringt. Sie haben Werner Graus als jemanden, der diese Figur beschreibt, einerseits in einem Körperspiel, das wir als realistisch empfinden, vielleicht ist das ein sehr unglückliches Wort dafür, aber ein Körperspiel, was ganz und gar nicht auf symbolhafte Gesten zielt, und andererseits mündet dieses Körperspiel ständig in solchen symbolhaften Gesten, so wie diese Figur halt hier einerseits eingeführt wird als jemand, dessen Blick und dessen Gesicht wir sehen, wie er das Mädchen beobachtet. Und wenn die Kamera auf diesem Gesicht ruht, dann ist das ganz und gar nicht expressionistisch stilisiert oder märchenhaft oder symbolhaft, sondern es ist absolut ein Blick, der sich für die minimalen Bewegungen der Mimik interessiert. Und wir haben hier eine sehr faszinierende Großaufnahme, oder wir haben in diesem Film eine ganze Reihe sehr faszinierender Großaufnahmen von Werner Graus Gesicht. Und im nächsten Moment wird es dann verbunden mit einer Geste oder einem Hinübergehen in eine Geste, die dann etwas ganz Archaisches, etwas ganz Symbolhaftes bekommt. Werner Graus gibt die ganze Zeit diese Figur in dieser Art und Weise als Zwiespalt und dazwischenstehend zu verstehen. Und je länger der Film andauert, desto manischer wird es aber, sein Spiel, oder? Also er ist nicht die Figur, die sich sozusagen weiterentwickelt, sondern eher zurückentwickelt, oder? Die eher sozusagen dann in dem Mystischen verhaftet bleibt. Das Interessante ist ja, dass er so auch eingeführt wird. Er ist derjenige, der von sich dann ziemlich bald sagt, er kann Dinge hören, die andere nicht hören. Er ist derjenige, der diese Legende ernst nimmt. Und wenn wir
vielleicht im Vorgriff, aber wenn wir uns die Architektur des Hauses im Verhältnis zu den Figuren ansehen, dann werden wir feststellen, dass diese Architektur und dieses Haus etwas ist, was eher die Menschen, die in ihm wohnen, besitzt als umgekehrt. Und wir können sagen, dass Werner Krauss in seiner Entwicklung von etwas, wo wir in den ersten Minuten eine Figur dargestellt bekommen, in einer Schauspielweise, die wir durchaus als realistisch wahrnehmen, und dass Werner Krauss in der Entwicklung zu einer Figur, die mehr und mehr groteske Züge annimmt, wenn auch in diesem sehr typischen Körperspiel, also auch seine grotesken Gesten entwickelt er letztlich aus einem sehr modernen Körperspiel heraus, aber dass wir in der Entwicklung von ihm etwas sehen, wo wir sagen können, er wird mehr und mehr Teil dieses Hauses, er wird mehr und mehr, er gerät mehr und mehr in den Besitz dieses Hauses und mit ihm auch die anderen, und die einzigen beiden, die sich dann lösen können, ist das jugendliche Paar.